hat einer geschrieben, ob ich jetzt auch Kaffeebohnen anbaue. Eher besser für ein Auto, 1000 Kilometer bewegt zu werden, also stehen zu lassen. Oh, was ist für nächstes Jahr geplant? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben auf jeden Fall hier ein wunderschönes Fahrzeug am Start. Guck mal hier. Könnte man natürlich noch das ein oder andere Gerät auch anflanschen, um jetzt hier natürlich Ackerbau zu betreiben. Ja? Meine Idee ist aber eigentlich hier so in der Höhe eine schöne Kaffeebar zu installieren. Ja. Willst du dich hier hinsetzen? Also, wie gesagt, ich habe gerade mal kurz bei Instagram gefragt oder beziehungsweise Bescheid gegeben, dass wir ein spezielles Q&A drehen. Meine Lieblingsfrage, Zeit 0-100 mit dem Apparat. Aber ich würde sagen, im freien Fall circa 35 Sekunden und auf der Straße so 15 bis 20 Minuten. Die zweite Frage, die ich nicht schlecht verhandelt habe, gibt es dafür ein MR-Paket? Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, die Jungs sind dran. Ich werde dann noch mal mit Olaf telefonieren. Muss ja mal ein bisschen was machen. Die nächste Frage, die ich auch, die mich selber auch brennend interessiert, ist die BTG-Zeit, also Bridge to Gantry auf der Nordschleife mit dem Apparat. Weiß ich nicht, müssen wir erfahren. Ich werde mal nachfragen, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, die Strecke mal 3 Tage zu sperren. Dann werde ich das mal ausprobieren. Gerade hat einer geschrieben, ob ich jetzt auch Kaffeebohnen anbaue. Nein, ich habe mich nur auf den Verzehr spezialisiert. Und ja, ich kann auch Trecker fahren. Ja gut, da müssen wir mit Olaf mal telefonieren. Also wir haben ja genug Aufhängemöglichkeiten. Ja, wir könnten natürlich hier was bauen. Hängst du einfach hier ein und dann kannst du natürlich auch richtig, da kannst du natürlich auch mal einen richtigen Frontsplitter dann dran bauen. Ne? Also da musst du nicht so ein kleines Lippchen, da kannst du hier schon richtig was machen. Schwer beliebt, den Flügel auch hinter den Hinterrädern zu haben. Da könnten wir einfach hier eine kleine Konstruktion hinsetzen. Sollte auch kein Thema sein. Welche Strecke magst du nach dem Nürburgring am meisten? Nee, aber oh, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich Sanford. Da ist man so selten. Spa hat man ja die Möglichkeit, doch einigermaßen oft hinzufahren. Ne, die haben ja auch oft in der Woche mal so einen Tag, da gehst du einfach hin, kannst für 200 Euro dann da deine Runden drehen. Ist auch sehr, sehr geil. Vor kurzem erst gemacht, habt ihr ja gesehen im Video, kann ich nur empfehlen. So, was ist für nächstes Jahr geplant? Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall mal eins der Cup-Autos verkaufen. Hat vor allen Dingen damit zu tun, weil die Autos sehr gefragt sind im Moment, ne? Und im Winter sowieso nicht so viel geht und es vollkommen ausreicht, wenn man im Winter ein Auto da stehen hat. Das heißt also, wenn wir da mal irgendwo testen gehen oder irgendwas machen, haben wir auf jeden Fall ein Fahrzeug. Es gibt verschiedene Ideen. Carrera Cup steht ganz hoch im Kurs, dass wir da weitermachen. Werde ich euch, ich denke mal, Ende diesen Monats alles erzählen können. Can wird aber auf jeden Fall nicht. Nee, Can ist, genau, Can wird weiterziehen, das hatte ich ja schon mal gesagt. Der wird nicht weiter als Porsche Junior unterwegs sein. Wie genau der weitermacht und so weiter, sagen wir euch zur gegebenen Zeit. Es wird gut. Aber ich habe es ja auch gesagt, es ist ein Megatalent und ich wünsche es ihm auch vom ganzen Herzen, dass es da einfach weitergeht. So, jetzt muss ich mal hier direkt, zack, die nächsten Fragen. Wie elegant ich da raufsteige, ja. So. geil. Woher ist deine schöne hellblaue bunte Tasche? Ja, schreibe ich bei Instagram, wo die her ist. Wann kauft der Pfeifi sich einen RSR? Pfeifi! Man fragt mich, wann du dir einen RSR kaufst. Du hast doch schon einen, oder? Ja, welchen? Welchen? Also RSR ist vorhanden. Er fragt welchen. Kommen noch mehr Sticker? Ja, da kommen jetzt demnächst auch mehr Sticker.
meine Idee war eigentlich, so eine Art Kollektion zu machen und dann alles gemeinsam zu bringen, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Ist nicht ganz geglückt, weil halt doch viele Sachen noch nicht da sind und so weiter. Ich arbeite dran, ich gelobe Besserung. Kannst du auch Trecker fahren? Ja, sicher, kein Problem. Ist aber auch einfach, muss man dazu sagen. Ja, 48 Bremspedale und weiß ich was alles, aber das Gas geht. Gas kann man auch variabel. Genau, Fuß, Hand, alles was du willst. Auch Standgas, also so, dass der quasi von alleine fährt und so, das ist alles möglich. Aber das ist doch recht einfach. Kommt wieder ein Projekt wie damals der 964. Ob es ein 964 ist, weiß man noch nicht genau, aber ja, deswegen sind wir heute hier. Seid gespannt. Es wird, wann kommt die Bewerbung als Rennkommissar? Die Frage hatten wir schon mal. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe echt schon mehrfach darüber nachgedacht, das zu machen. Dann ist aber auch Schluss mit lustig. Ja? Dann ist Schluss mit lustig, Freunde. Dann wird hier richtig hart durchgegriffen. Der Hans-Peter hier, guter Freund vom Pfeifi und von uns natürlich. Der gehört quasi schon zur Familie. Er hat gerade eine ganz frische Birne gepflückt. Also da, hier vom Baum da vorne. Ist dann jetzt schon eine Frostbirne, eine Eisbirne. Sehr gute Frage. Ich meine, es gab schon mal eine ähnliche, aber ich bin mir nicht sicher. Und zwar ist es wertmindernd, bei einer Jahresfahrleistung von ca. 1000 Kilometern nur alle 3 bis 4 Jahre eine Inspektion zu machen bei einem 911er. Aus meiner Sicht absolut nicht, weil, ich sag mal, was soll passieren bei 1000 Kilometern? Ne? Ich denke, es ist eher besser für ein Auto, 1000 Kilometer bewegt zu werden, als es stehen zu lassen. Ich denke auch, dass man mit Approved und so weiter, also dieser Garantieverlängerung, falls das Auto noch in der Verlängerungsthematik drin ist, heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den 992 GT3 kaufst und meinst, der wird auf jeden Fall mal richtig viel Geld wert und ich fahre den nur 1000 Kilometer, selbst wenn du bei dem Ding alle 3 bis 4 Jahre nur einen Service machst, glaube ich nicht, dass du ein Garantieproblem bekommst, weil Porsche da sehr kulant ist und es ist ja auch alles nachweisbar. Bei einem alten Auto sehe ich das noch weniger als problematisch an, weil, wie gesagt, also alle 3 bis 4 Jahre einen Service machen, wenn du 1000 Kilometer fährst, ist aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Ich hatte gestern noch ein interessantes Gespräch, da ging es um 996. Und zwar hat sich jemand einen schönen 996 gekauft und der sagt, Jan, wenn ich den ganzen Foren glaube, dann muss ich das Auto eigentlich so, wie er da ist, in die Schrottpresse stecken, weil dann ist das Müll. Das ist halt immer so eine Sache. Es gibt Foren, die sind ganz okay. Es gibt Foreneinträge, die sind ganz okay, sagen wir mal so. Aber da steht auch viel Mist drin und viele alte Sachen. Also ich sag mal, wenn du dir vor 10 Jahren 964 gekauft hast, dann hat es definitiv Sinn gemacht, irgendwie darauf zu achten, dass der zum Beispiel Matching Number hat. Ne? Weil da konntest du das noch aussuchen. Heute macht das einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil wenn du jetzt ein Top-Auto da stehen hast, was echt schon schwer genug ist zu finden und du den nur nicht kaufst, weil der keine Matching Numbers hat, das ist halt echt bescheuert. Ne? Weil für mich ist wichtig, dass der richtige Motor in dem Auto ist und das richtige Getriebe in dem Auto ist. Ob das der erste Motor ist oder nicht, das ist mir persönlich egal. Und ich denke auch, dass das, wenn du dir jetzt ein Auto kaufst, was du auch ab und zu mal fahren möchtest, wirklich keine Rolle spielt. Für die Leute, die nicht wissen, was Matching Numbers bedeutet, damit ist gemeint, ist von Matchbox die Seriennummer. Ja, genau. Ja. Gut, dass ich dabei habe, Philipp. Danke. Nein. Also Matching Numbers bedeutet, dass quasi die Motornummer und die Getriebenummer zur Chassisnummer passt. Also das ist ja hinterlegt, welche Motornummer in dem Auto verbaut war und dass quasi dieser erste Motor noch da drin ist. Das ist halt ganz geil, aber es ist nicht so mega wichtig, wie immer alle tun. Und das ist halt auch immer, wenn du so ein Gespräch hast, irgendwie so das Erste, was kommt meistens, oder das Zweite bei Leuten, die noch keine Berührungspunkte mit solchen Autos hatten, wo du dann ganz schnell merkst, okay, die haben jetzt irgendwie 2 Monate lang sich durch die Foren gelesen und glauben, die sind jetzt Fachleute. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Ihr müsst euch, glaube ich, auch viel auf euer Bauchgefühl verlassen. Und ihr braucht halt jemanden, wo ihr sagt, okay, zu dem habe ich ein Vertrauen, da glaube ich, der hat Ahnung, da glaube ich auch, der meint es irgendwie gut mit mir, der berät mich und dann kann man sowas kaufen und da sind diese Themen, glaube ich, nicht so super wichtig. Also in dem Sinne, ich würde sagen, ich fahre jetzt hier diesen wunderschönen Trecker wieder weg, also ich versuche es zumindest. Mal gucken,
Oder auch nicht. Der erinnert mich an mich morgens, wenn ich noch keinen Espresso hatte. Ja, Freunde, natürlich kann ich Trecker fahren. Ich bin auch Hobbygärtner.